Letzte Woche hatte ich wieder zwei Coaching-Klienten, die sich mit ihrer beruflichen Ausrichtung beschäftigt haben und in einem Dilemma waren. Wohin soll es gehen? Typischer Entscheidungskonflikt, den wir ja häufig haben, äußert sich dann häufig so, dass wir hadern, dass wir die eine Möglichkeit angucken, die andere, dass wir dann uns fast schon die Freundschaft kündigen wollen, weil wir uns nicht selbst klar sind darüber, was wir nun machen wollen und da drin gefangen sind und dann manchmal in diesem Dilemma sind und weder ein noch aus wissen. Da möchte ich Ihnen gern eins meiner Lieblingstools vorstellen, das die Entscheidungsmatrix, in Fachkreisen auch Tetralemma genannt, kann man auch bei Wikipedia nachgucken, Tetralemma. Aber weil der Begriff einfacher ist, nutze ich Entscheidungsmatrix und habe mal diese Matrix ganz kurz visualisiert hier. Häufig sind Sie also in dem Entweder, jetzt bei meinen zwei Coaching-Klienten letzte Woche, in dem Entweder, um jetzt mal auf eine Person da einzugehen, ich bleibe im Unternehmen, nehme das ganze Vertraute, Angenehme wie Unangenehme, in Kauf, bleibe da, oder ich wechsle zum anderen Unternehmen, wo ich vielleicht mehr Geld bekomme, interessante Projekte, wie auch immer. So, nun waren die beiden immer in diesem Entweder-Oder, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur, gefangen, sind nicht weitergekommen. Gab genügend Vor- und Nachteile. Was wir häufig vergessen, gerade wenn wir uns nicht genügend Zeit nehmen, um mal in Ruhe über die Situation nachzugucken, ist, dass es noch mindestens eine Option mehr gibt. Es gibt nämlich auch das Sowohl als auch, wo man drauf gucken kann. Sowohl als auch heißt bei diesen Kunden, die ich im Kopf habe, als Beispiel, wenn die sagen, entweder hierbleiben oder ins andere Unternehmen, dass sie sagen, ich mache Teilzeit vielleicht in meinem aktuellen Unternehmen. Ich bin also nicht ganz fulltime da, sondern mache Teilzeit. Oder ich bleibe hier erstmal, suche aber gleichzeitig noch nach einer noch besseren Stelle, wo ich ganz klar weiß, alles klar, da gehe ich hin, das passt total gut. Oder ich wechsle in dem Unternehmen den Bereich oder die Funktion, mache was anderes. Das würde also als Beispiel zu sowohl als auch passen. Und eine Option mehr, das weder noch etwas anderes, das heißt nicht das Unternehmen wechseln, nicht bleiben, nicht irgendwas im Unternehmen machen, ein sowohl als auch, sondern das Ganze mal von außen angucken, wieso bin ich vielleicht in diese Situation gekommen, warum habe ich mich da rein manövriert, dass ich hier in diesem Dilemma stecke? Ja, also den Rahmen anzugucken. Vielleicht hat das was mit Ihren Werten zu tun. Also, dass Sie vielleicht nicht gut genug Nein sagen können in Ihrem Unternehmen, dann gestresst sind, sich nicht gewertschätzt fühlen, noch mehr schaffen wollen, zu wenig Marketing machen. Dann können Sie hier in diesem Bereich an Ihrer eigenen Haltung und an dem Verhalten arbeiten, vielleicht mit einem Coach. Oder auch eben selbst, soweit Sie da kommen, mit eigenen Bordmitteln und können hier was verändern, wo Sie dann hier aus Ihrer Zwickmühle rauskommen. Oder Sie machen was ganz anderes, indem Sie sagen, ich mache ein Sabbatical oder ich mache einen ganz anderen Job. Also weder das eine noch das andere. Der eine Kunde hat zum Beispiel gesagt, ich werde Dozent an einer Fachhochschule und ist damit sehr glücklich geworden. Hier geht es auf jeden Fall darum, auch mal zu gucken, was gäbe es ganz anderes als diese zwei Möglichkeiten, auf die man sich so eingeschossen hat, so selbst unter Druck gesetzt hat und so in einer Zwickmühle manchmal zu Unrecht sich selber reinmanövriert hat. Ja, also gucken Sie mal für sich. Immer wenn Sie in so einem Dilemma stecken, wenn Sie sich auf etwas eingeschossen haben, es ganz eng wird, ganz viel Druck da ist, sich jetzt sofort zu entscheiden und sehr zäh wird, ob es nicht ein sowohl als auch gibt oder ein weder noch im Sinne von was ganz anderes. Wenn Sie dieses Tool, die Entscheidungsmatrix interessant finden, gern mal ausprobieren wollen oder das weiterempfehlen wollen an Familie, Kollegen, Bekannte, dann leiten Sie das Video gerne weiter. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren, bei der Umsetzung. Viel Erfolg im entscheidenden Moment.